Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit Guten Tag, liebe Autokino-Besucher. Herzlich willkommen bei den Stauferfestspielen. Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten per Videokonferenz Alexander Eisele aus Göppingen. Viele kennen ihn als Leiter der Lumberjack Big Band. Hallo Alexander. Ja, guten Tag, hallo Birgit und hallo alle Besucher des Autokino hier in Göppingen. Ich melde mich hier aus Lüneburg und freue mich sehr, dass ich ein kleiner Teil von diesem Warm-up sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wann und wie bist du denn zur Musik gekommen? Ja, also das ist schon lang her. Da war ich 7 Jahre, jetzt bin ich 50 Jahre. Und im Endeffekt bin ich so ein richtiger Göppinger, also so richtig komplette Lebenslauf in Göppingen, zur Walter-Hensel-Schule gegangen, Blockflöte angefangen in der Grundschule, so wie jeder. Dann habe ich irgendwann Klarinette angefangen, weil ich immer Klarinette spielen wollte wie Hugo Strasser. Das war anscheinend so mein großes Vorbild, sagt meine Familie. Bei uns zu Hause gab es viele Hugo Strasser-LPs, das gab es damals noch. Oder Paul Kuhn, Max Greger, das waren so die großen Heroes der Big Band-Zeit. Und ich fand Hugo Strasser wohl ganz toll. Und dann hieß es, okay, dann versuch's mal mit der Klarinette. Dann ganz klassisch zu Karl-Heinz Elter, der war damals Leiter der Musikschule und der war mein Klarinettenlehrer und war auch der Leiter von der Jugendkapelle Göppingen. Und so ging das weiter. Anschließend ging ich nach der Walter-Hensel-Schule ins Hohenstaufen-Gymnasium, bin unter die Fittiche von Dieter Lässle gekommen, der dort die Big Band gehabt hat. Und ab dem Moment war ich von der Musik und dem Virus Musik machen infiziert. Meine Pubertät habe ich dann nicht mit der Klarinette, die ist ja ein bisschen unsexy, die Klarinette. Dann habe ich dann auf Saxophon gewechselt, fand ich irgendwie cooler. Und schlussendlich habe ich aber gemerkt, die Klarinette ist doch mein Ding. Und so ging der Weg dann weiter. Irgendjemand hat gesagt, der Bub ist ein bisschen talentiert, der könnte vielleicht Musik studieren. Dann habe ich unheimlich viel üben müssen, weil ich nicht so vom familiär gar nicht so gezwungen wurde, viel zu üben. Und irgendwann habe ich aber selber gemerkt, ich möchte es machen. Und das hat mir dann zum Studium geführt, nach Freiburg, anschließend nach Frankfurt. Und irgendwann, und von hier rede ich jetzt einen Moment, bin ich dann nach Lüneburg gekommen, ins Theater und habe da die Stelle bekommen. Und da spiele ich jetzt seit 20 Jahren mit dem Spagat Göppingen, Lumberjack, Heimat immer noch wichtig. Und deswegen fliege ich eigentlich auch relativ oft hin und her. Und das sind so meine zwei Standbeine, Lüneburg und Göppingen mit Lumberjack. Also das, was du mir gerade erzählt hast, klingt unglaublich oder klang unglaublich vielfältig. Wo ist denn deine Vorliebe, beziehungsweise ja, was machst du denn am liebsten von der Musik? Ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass das, was ich in dem Moment machen darf, im Normalfall, im Job in Lüneburg am Theater zu spielen, sei es Oper, Musical, Operette oder auch Ballett, das ist ungefähr das Spektrum, was wir im Theater abdecken, dass ich das sehr, sehr gern mache und dann gern in Dienst gehe, gern in die Vorstellung gehe, da denke ich nicht an Lumberjack. Und wenn ich in Göppingen bin bei meiner Big Band, dann denke ich, boah, das ist das Tollste, was mir passieren kann und denke überhaupt nicht ans Theater. Andersrum wäre es viel schlechter, wenn ich bei Lumberjack wäre und denke, ich wäre es am liebsten im Theater oder im Theater würde ich sagen, ich wäre am liebsten bei Lumberjack. Und diese Vielfältigkeit von Don Carlos, La Traviata, eine Mozart-Oper, ein Ballett, Don Röschen oder ein Musical wie Chivago und ein Konzert mit meiner Big Band, mit Max Mutzke,
das ist so unglaublich vielseitig. Und da ist die Klarinette nur ein ganz kleiner Aspekt davon. Die Klarinette ist ein Vehikel, mit dem ich gut Geld verdiene, das ich hoffentlich nicht schlecht mache. Aber Musik machen ist mir wichtig. Die Klarinette ist ein Teil davon. Auf der Bühne zu stehen und meine Big Band zu dirigieren, mache ich genauso gern wie im Graben, im Orchester zu sitzen und im Weißen Rössel zu spielen. Das war bei uns auch auf dem Spielplan. Oder die lustige Witwe war bei uns auch im Spielplan. Da sitze ich im Graben unten und bin glücklich und denke da nicht an Lumberjack. Ja, du erwähntest jetzt gerade die lustige Witwe. Da fällt mir gerade ein, gibt es denn vielleicht eine Kooperationsmöglichkeit in Zukunft für die Lumberjack Big Band und den Stauferfestspielen? Also das ist jetzt reiner Zufall, dass du das jetzt fragst. Bei mir war das auch bis vor 3 Monate, war das immer mal im Kopf und habe gesagt, wie kriegt man tolle Formate, musikalische Formate in Göppingen zusammen. Also sei es mit der Jugendmusikschule oder sei es mit den Stauferfestspielen, sei es mit dem tollen Chor mit Lumberjack. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, Mensch, Big Band im Jazzbereich mit dem klassischen Sinfonieorchester, das ist ja wunderbar, da kann man ja unglaublich viel machen. Bevor ich mich an den Computer gesetzt habe und eine E-Mail schicke an die Stauferfestspiele, kam von den Stauferfestspielen auch eine E-Mail, wollen wir uns nicht mal zusammen treffen und uns irgendwie brainstorming-mäßig überlegen, ob es was gibt. Und da sind die Möglichkeiten so unendlich viel. Ich glaube, dieses Treffen, das im Juli stattfinden soll, witzigerweise, so aktuell sind wir. Ich glaube, das Brainstorming, da werden wir uns überhäufen mit Ideen, weil diese Musikform, Sinfonieorchester mit dem Streichersound und mit den Holzbläsern und dann nur dieser Groove-Sound von der Big Band, da ist zum Beispiel eine Sinatra-Gala, ist natürlich wahnsinnig. Das ist das, was sich jede Big Band mal wünscht, mit Streicher zu spielen. Ja, das klingt ja vielversprechend. Genau, und ich glaube auch, also das war nicht nur mein Wunsch, sondern es war ja auch durch den Kontakt von den Stauferfestspielen, haben die so ähnlich auch schon gedacht, was draus wird und wann das dann umgesetzt wird. Wir sind alle in dieser komischen Corona-Zeit, das müssen wir einfach mal schauen. Viele Sachen werden ja auch verlegt ins nächste Jahr. Also wie schnell das dann zu der Kooperation kommt, kann ich nicht sagen, aber Interesse besteht auf jeden Fall. Ja, dann geht's gleich weiter. Meine nächste Frage, wie hat sich denn diese Corona-Zeit auf deine jetzige Situation ausgewirkt und wie sind denn die konkreten Pläne nur für die Lumberjack Big Band oder überhaupt deine kommenden Pläne? Also die Corona-Zeit hat sich auf jeden Fall mal auf meinen Hüftspeck ausgewirkt. Also es gab eine leichte Zunahme von mir, aber das haben ja viele so. Das ist auch okay, man hat sich ja dann auch einen gewissen Speck gegen den Widerstand Corona angefuttert, der wird auch wieder wegkommen. Konkret ist es natürlich für uns genauso schwer wie für jede andere kulturelle Einrichtung. Wir arbeiten von Hand in Mund. Heute kam schon wieder eine neue Verordnung, Großveranstaltung. Bis Ende Oktober wird es nicht mehr geben. Ich habe im Oktober noch eine Veranstaltung im Kopf, die noch auf Hold, Free oder optional ist. Man macht eigentlich immer wieder was Neues. Aber wenn man gute Künstler hat, mit denen man kooperiert und die Lust haben, mit einem zusammen zu kooperieren, dann kann man einfach sagen, lieber Chris Thompson von Manfred Mann's Earth Band, wenn das dieses Jahr nichts wird, wie sieht es aus mit nächstem Jahr? Da findet man eigentlich im Vorlauf ein Jahr, findet man auch immer Termine. Also wir organisieren viel von Hand in den Mund, man hat gerade wieder eine Lösung, dann kommt eine neue Verordnung. Ist aber alles okay, dafür sind wir gesund hier in Lüneburg, mir geht's gut. Schwierig ist, mein letzter Dienst im Orchester war am 13. März. Also das ist wirklich schon lange her. Seither sind wir zu Hause. Ich habe ein bisschen unterrichtet. Ich habe auch, wir machen ein bisschen Kammermusik miteinander. Jetzt dürfen wir wieder in kleinen Formaten musizieren. Nächsten Samstag habe ich ein kleines Konzert mit meiner Freundin an der Geige. Aber das ist schon eine Einschränkung. Und natürlich freue ich mich auch wieder, wenn ich meine Kollegen sehe. Und umso mehr freue ich mich auch, wenn ich meine Big Band wieder sehe. Und wenn wir einfach wieder zusammen auch nur proben, das ist für mich auch wirklich sehr schön, weil sie einfach Freunde sind. Wann das nächste Mal kommt, kann ich wirklich nicht sagen. Dafür ist die Aktualität immer viel zu schnelllebig. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview, Alexander. Dann sehr, sehr gerne. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und unseren Autokino-Besuchern wünsche ich viel Spaß beim folgenden Film. Und da schließe ich mich auch an. Also ich wünsche euch jetzt alle ganz, ganz viel Spaß mit dem, was kommt. Wenn ich in Göppingen wäre, würde ich auf jeden Fall auch in so ein Konzert gehen, weil ich kenne das gar nicht. Also in Lüneburg wird im Moment auch sowas geplant, aber dieses Format kenne ich noch gar nicht, aber klingt für mich unglaublich spannend. Ich wäre auch da, aber ich bin in Lüneburg.
Ja, danke. Dankeschön noch. Und bis bald. Ja, danke, tschüss.